eigentlich die allerschnellste Methode, um fermentierte Gurken zu machen oder eingelegte Essiggurken? Das zeige ich dir in diesem Video. Wenn du auch ein ganz großer Fan bist von so salzigen Sachen oder Antipastis und eingelegten Tomaten oder eben Gurken oder Oliven, dann wird dir dieses Rezept auf jeden Fall gefallen. Das Problem ist ja oft bei diesen ganzen Essiggurken, die man im Supermarkt kaufen kann, die haben meistens relativ viel Zucker drin. Also da wird echt Zucker beigefügt und oft sind die gar nicht natürlich fermentiert. Deshalb, wie immer, am leichtesten ist es, das selber zu machen, wenn wir wirklich was auch für unsere Darmflora tun wollen und uns sicher gehen wollen, dass das Lebensmittel da auch die ganzen Powerstoffe enthält. Und ich habe da tatsächlich durch Zufall, bin ich einfach auf die Methode gekommen, wie ich instant ohne irgendeinen Aufwand mir diese eingelegten Gurken selber machen kann. Und das wollte ich unbedingt mit euch teilen, weil ja, es wäre schade, wenn jetzt nur ich weiß. Genau, ich hoffe, es gefällt euch. Die zwei Zutaten, die wir brauchen, sind einmal natürlich unsere Gurken, die habe ich hier schon mal in Scheiben geschnitten. Und die zweite Zutat ist tatsächlich Kombucha. Ja, ihr habt richtig gehört, das fermentierte Getränk, was man jetzt auch in vielen Reformhäusern oder Bioläden findet. Auf diesem Kanal habe ich zwei Videos hochgeladen, wie ihr Kombucha selber machen könnt, zwei verschiedene Varianten. Ich werde die Videos einfach für euch nochmal unten in der Infobox und hier oben in der Infokarte verlinken. Was wir jetzt machen, wir schnappen uns einfach ein Honigglas, Einmachglas, ist egal welche Größe, und stopfen es so weit voll mit Gurken, wie da nur Gurken reinpassen können. Und zu guter Letzt übergießen wir das Ganze einfach noch mit unserem Kombucha. Was ihr jetzt noch machen könnt, was überhaupt nicht notwendig ist, aber wenn ihr etwas das Ganze noch verfeinern wollt oder ein bisschen dem Ganzen extra Pep geben wollt, gebe ich gerne noch trotzdem ein bisschen Salz hinzu und dann nochmal, falls euer Kombucha zu süß war und ihr es ein bisschen saurer gerne mögt, gerne noch ein bisschen Essig. Ansonsten könnt ihr euch da echt austoben, noch Zwiebel, Knoblauch, Kräuter, Gewürze, whatever, noch mit reinhauen und einfach alles mit Kombucha übergießen. Aber wie gesagt, die zwei Basic-Grundzutaten reichen euch auch völlig. Jetzt heißt es nur noch Deckel drauf, das Ganze einmal kräftig durchschütteln und für mindestens 3 Tage in den Kühlschrank stellen. Nach 3 Tagen wären die Gurken theoretisch schon fertig. Ich persönlich finde, wenn man es aber ein bisschen länger stehen lässt, haben sie einfach einen stärkeren Eigengeschmack und haben eben länger Zeit zum Fermentieren. Deshalb mache ich sie in der Regel nach so circa einer Woche erst auf, aber sie wären theoretisch auch schon schneller fertig. Und das war's auch schon mit dem Rezept. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Außer zu dem Kombucha vielleicht noch. Ihr findet auf diesem Kanal ja 2 Kombucha-Rezepte. Ein klassisches, traditionelles Kombucha-Rezept oder zumindest traditionell, wie man es halt so kennt, mit schwarzem Tee und Zucker. Und ein anderes habe ich für euch gemacht mit grünem Tee und Honig. Beide Kombuchas funktionieren bestens. Und ich habe auch vor, tatsächlich jetzt mehrere Sachen einzulegen mit dieser Variation. Also einfach übergießen mit Kombucha oder auch, was man definitiv probieren kann, das habe ich noch nicht gemacht, steht auf meiner To-Do-Liste, mit eben Wasserkefir anstatt Kombucha oder vielleicht auch mit diesem Ingwerbier, was ich mal gemacht habe, oder vielleicht mit diesem Kurkuma-Drink. Also ich habe ja so viele fermentierte Getränke. Ihr könnt quasi einfach Sachen auch zusammenmixen. Also Kombucha oder irgendein fermentiertes Getränk zusammen mit irgendeinem Gemüse überschütten in einer kleinen Dose, fertig. Anstatt halt jetzt mit dem Salz einzulegen, wäre das auf jeden Fall auch eine Alternative. Aber mit Kombucha habe ich es getestet, da kann ich sagen, schmeckt super toll. Hat auch allen Leuten geschmeckt, denen ich es schon gegeben habe. Also probiert es auf jeden Fall aus und lasst mich gerne wissen, wie es geklappt hat. Lasst mir auch gerne euer Lieblingsrezept da oder wie fermentiert ihr, was fermentiert ihr gerne. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören und ansonsten sehen wir uns wieder übernächste Woche Dienstag. Bleibt fit und gesund. Für die.